Das Mikro muss man runternehmen, sonst hören Leute einen schlecht. So. Ihr seht schon, wir machen da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ein bisschen leiser. So. So, und Tür zu machen. Du, 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 du. So, geht's. Fehlt mich noch definitiv einiges an weißen Highlights. Ist das ein Race-Joke? Ich glaube nicht. Ich bin nur gerade ein bisschen gehandicapt. Ich habe hier wahnsinnig helles Licht neben mir. Was gar nicht mal so praktisch ist bei der Arbeit mit Tablet etc., wenn der Bildschirm spiegelt. Das wird ja wohl hoffentlich auch so klappen.
Test, Test, Test. Hey Cuba! Kriegst irgendwann, glaube ich, eine Krone geschenkt. Einfach nur fürs als Erster online sein häufig. Langsam aber sicher hast du sie verdient. Ich glaube, ich mache die Musik nochmal einen Ticken lauter. Kann mir gern sagen, ob das jetzt ganz gut klappt. Mir geht es recht gut. Das Wetter ist halbwegs angenehm. Und ich habe einen großartigen Plan für den heutigen Abend. Bei einem meiner Lieblingsläden vorbeigehen und Essen kaufen. Und zwar haben wir hier in Aachen einen sehr großartigen Libanesen. Falls man noch nie bei Libanesen war, erstens eine gute Idee. Und wenn man in Aachen ist, ist das Akel so eine absolute Kultadresse, weil sie überraschend günstiges, extrem gutes Essen anbieten. Also der Traum jedes Studenten völlig zurecht. Und hatte mir jetzt vorgenommen, Döner oder Schwarma mal wieder zu essen. Bei denen gibt es eben Schwarma und das ist so lecker. Welche Musik? Ja, ich kann sie noch lauter machen. Aber vor allem pegel ich sie dann in der Gesamtmischung hoch. Ja, sie ist an, aber sehr weit unten. So. Ich meine, sonst mache ich sie auch aus und ihr müsst eure eigene Musik hören. Boink. So. Aber ich hätte jetzt ganz gerne ein bisschen was an Hintergrundgeräusch. Da ich momentan leider den Wurm nicht überredet kriege, mit mir zusammen zu streamen. Ich liebe das ja, beim Zeichnen zu reden. Ist noch am allercoolsten, wenn man dabei direkt Gesellschaft hat. Dass einfach noch mal ein bisschen interaktiver ist. Ah, jetzt. Ah, hat es wenigstens geklappt, das zu pegeln. Ich werde auf jeden Fall hinterher nochmal ein bisschen mit den Values von diesem Charakter rumspielen müssen. So ganz funktioniert das noch nicht. Er ist halt noch sehr gemutet. Also, ha, nicht gemutet, nein, aber die Farbigkeit ist sehr gedeckt. Da kann noch so ein bisschen mehr Sparkle rein. Jetzt gerade gehe ich hin und mache so ein bisschen Flächen, die ich aufhellen möchte, damit sie mehr hervorstechen. Zum Beispiel diese relativ dominante Braue hat. Und die gehe ich dann jetzt mit dem Weichzeichner nochmal drüber. Das ist eine relativ billige Art, das zu machen, aber sie funktioniert. Also, wen interessiert's? Es geht ja hier schließlich um Ergebnisse, ja? Fighter Wings. Ah, es klingelt, ja. Ich werde es tatsächlich überprüfen müssen jetzt gerade. Ich bin so jemand, wenn ich einen Namen habe, dann muss ich den immer erst googeln, weil ich funktioniere tatsächlich, schockierend, über Bilder. Ich bin ein absoluter optischer Mensch. Wenn ich jemanden einmal gesehen habe, dann kann ich mir das Gesicht sofort merken und weiß auch, wer das ist. Namen hingegen sind eine Herausforderung. Leider. Tatsächlich, außer man ist verkleidet, darf man von mir darf man ein wenig angepisst sein, wenn ich mich nicht an jemanden erinnere, vom Aussehen her. Gebt mir nur wenigstens so die Gelegenheit zu erraten, wo ich euch getroffen habe und ob ihr verkleidet gewesen seid oder einen sehr anderen Kleidungsstil hattet. Sofern nicht etwas an Kleidungsstil eine Ausrede ist, erinnere ich mich dann doch recht gut. Ah, Conspiracy. Das macht deutlich mehr Sinn. Ah, das war eigentlich ganz schön. Ich hoffe, die machen sowas nochmal vielleicht. Die war eigentlich echt angenehm, finde ich. Also auch so vom Programm her. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber schon gar nicht mal wenig. Fand ich ganz cool.
Ja, jetzt bist du ein bisschen blass geworden, mein Freund. Also gesehen haben wir uns bisher nicht. Ja, ich bin zwar auf vielen Cons, aber es ist ja physikalisch nicht immer alles möglich. So, solltest du aber mal in die Gelegenheit kommen, bitte sag Hi. Ich bin nicht im geringsten zurückhaltender vor Ort und in Persona. Wo man vom Teufel redet. Hi Steph, ich vermute Fanny. So. Value, value, value. Test, 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 test. Jupp. Sehr gut. Und wie sieht's aus im Eichhörnchen- und Katzenparadies? Übersteigt die Anzahl von Gegenständen, die die Katze umgeschmissen hat, bereits die Zahl von Gegenständen, die stehen? Cool, vom 21. bis 24. Mai. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal melden. Das finde ich ja eigentlich ganz cool. Und am Wochenende habe ich ja frei. Den Tieren geht es gut. Ausgezeichnet. Kinderbriefe vorbereitet. Als ein kleines bisschen Hallo aus dem nicht ganz freiwilligen Homeoffice für Kinderbetreuer. Oder wie habe ich das zu verstehen? Die schmeißen wenig um. Tja. Das ist ja tragisch. Wofür holt man sich eine Katze, wenn man sie nicht dafür will, um sein Haus zu ruinieren? Ich habe wirklich keine Ahnung, wofür man dann eine Katze braucht. Ist das noch tierchengerecht, wenn die Katzen nicht randalieren können? Discord macht mir erhebliche Probleme. No! Warum das denn? Zickt das oder? Katzen braucht man zum Knuddeln. Ja gut, aber wofür brauchen die Katzen dich, wenn sie nicht dein Mobiliar zerstören dürfen? Okay, ja, Dosen. Eigentlich ist es nicht tiergerecht, wenn die Katzen randalieren. Das ist korrekt. Ich sag mal so, es gibt randalierende Katzen und es gibt Katzen, die aus Langeweile Dinge runterschmeißen. Mit Katzen, die aus Langeweile Dinge runterschmeißen, würde ich mich noch nicht sorgen, wenn sie wirklich randalieren. Ja, da hast du völlig recht. Um auf Steffs Bettseite zu liegen. Alle. Die haben sich eindeutig entschieden, wo sie leben.
ich nicht was, um das hier zu abzukürzen. Ich habe gar keine Lust, im Detail was zu kritzeln. Ich muss mal wieder ein paar Brushes runterladen. Zurück zum Chat. Ich bin für 30 Sekunden zuhören und höre auch was, aber dann weg. Und der gesamte Ton ist dann verzerrt. Damn! Hast du eine Idee, woran es liegen könnte? Das klingt nämlich echt hart nervig. Komm, put, put, put. Ein bisschen größer. Trifft auch nur Discord. Vielleicht die App mal runterladen. Ich weiß nicht, ob du die App benutzt oder TS nicht. Andere Möglichkeiten, Ton abzuspielen, nicht. Benutzt du es über den Browser oder über die App? Bei mir ist lustigerweise der Browser tatsächlich unempfindlicher als die App, aber vielleicht da mal neu installieren oder eben auf Browser von App etc. zu wechseln. Vielleicht gibt es da Unterschiede. Maybe. Ich habe die App. Probier es zumindest mal in dem Discord-App. Nicht aus dem Disc. Aber versuch tatsächlich mal im Browser Discord zu öffnen, ob das einen Unterschied macht. Ansonsten wüsste ich nicht, woran sowas liegen soll. Außer irgendwas ist mit deinem Firewall, aber ich glaube, das könnte dir eher auffallen. Scheint mir jetzt jedenfalls so. Mysterious. Ich mache nebenher einen Steckbrief für ein Krokodil und einen für einen Affen. Oh. Was wird damit dann gemacht? Ich habe tatsächlich das Problem, lustigerweise, dass ich in Minden momentan das WLAN so seltsam eingestellt ist, dass ich tatsächlich Discord nicht über die App benutzen kann, aber über den Browser. Da werde ich mich auch demnächst drum herum mogeln müssen. Aber es gibt seltsamste Einstellungen. Aber ich glaube, wenn du selbst an
deiner Firewall nichts geändert hast, dürfte das ja nicht sein. Das ist nur tatsächlich bei mir der Fall, weil ich aber auch nicht der alleinige Herrscher dieses Internets bin. Oh, das klingt aber echt süß. Wir haben viele Fingerspiele und Lieder mit Affen und Krokodilen. Zum Teil haben wir die letzte Woche schon als Post an unseren Kreiskinder verschickt. Jetzt wäre es nicht falsch zu wissen, was die Tiere sind und was sie so fressen und wo sie leben. Cool. Finde ich putzig. Ich darf es machen, weil ich gerne am PC arbeite. Die Kollegen nicht so. Ist ja, glaube ich, einer der wenigen Berufe, wo man noch so viel um PC-Arbeiten herumkommt, fürchte ich. Viel Spaß mit dem Quiz. Zum Glück habe ich zumindest eine neue Tastatur. Die werde ich dann auch jetzt, heute Abend will ich ja nochmal streamen. Und wenn es klappt, habe ich dann eine neue Tastatur. Das oder ich sitze gerade rum und ärgere mich über Technik. Eins von beiden. Ich hoffe natürlich, ist es nicht das, wo ich mich über Technik ärgere, aber es ist ein realistisches Risiko. Das ist ja noch nur die Gestaltung, die Fragen habe ich schon. Ja, aber trotzdem. Also Layout-Aufgaben mag ich selber auch ganz gerne zwischendurch mal. Aber eher so als Runterkommen, nicht als Dauerinhalt. Bin ich dann doch zu sehr auf der sehr bildnerischen Gestaltungsseite immer. Aber so zwischendurch kann das sehr cool sein.
Matsch, Matsch, Matsch. Heute ist ein matschiger Tag. Ich bin schlecht in Layouten, aber so kann ich üben. Ich kann tatsächlich immer total empfehlen, bei Layout ist es sehr, sehr hilfreich, sich anzugucken, wie andere Leute das gemacht haben. Weil es ja selten nicht, es ist selten so, dass du nicht weißt, wie du einen Effekt reproduzieren kannst, als dass man einfach nur keinen Plan hat, wie man das angehen kann, sodass es optisch schön aussieht. Also das ist ganz schön, wenn man sich dann sonst, keine Ahnung, zum Beispiel Geolino oder so nimmt, wo vielleicht was Ähnliches drin ist und sowas dann nachmacht. Weil gerade wenn man es nur ab und zu macht, dann ist es deutlich, deutlich hilfreicher, das dann auch mit einer Referenz zu untermauern. Da sind die Ergebnisse halt sehr schnell sehr gut. Und gerade im Hobbybereich, sag ich selber, sollte man sich niemals schämen, sich bei guten Leuten zu bedienen. Auch wenn man dafür eh nicht bezahlt wird, dass man für solche kleineren Aktionen ist. Aber man spart sich Arbeit und es ist einfach viel schneller gut. Ach, ich weiß, was das Problem bei Discord im Browser am Hauptrechner bei mir war. Der RCC-Film konnte nicht aufgebaut werden. An meinem Laptop ging das jetzt auf. Ging das jetzt? Ha! Tadum! Aber hilft es? Ich meine, gut, da musst du es wahrscheinlich trotzdem noch testen. So, ich fürchte, hier muss ich auch mit dem Kollegen mal Schluss machen. Aber er gefällt mir ganz gut. Also ist das ja so gewollt. Ein paar kleine Highlights. Mal schauen, ob das nur temporär oder an was anderem lag. Ja, wäre ganz cool zu wissen. So, das sieht doch ganz gut aus. Da fällt euch noch irgendwas fundamental Schlimmes an ihm auf? Gut, er hat Narben, aber ich glaube, das soll so. Ohne diese RTC-Verbindung funktioniert Discord im Sprachchat halt nicht. I see. Was ist denn die RTC-Verbindung? Muss ich das hinterher googeln? Lass es mir lieber jetzt erklären und lese es. Einmal kurz auf den anderen Bildschirm. Okay. Gehen wir nochmal an dich hier. Der kriegt nämlich auf jeden Fall noch so ein bisschen Waldhintergrund aus offensichtlichen Gründen. Ich meine, ich kann auch nicht den Arm Drummond einfach so nicht in der Natur stehen lassen. Es wäre ja
für den Schamanen ein kleiner Horror. Ich liebe dieses Musikstück, das jetzt gerade läuft. So Stockmusik, wo ich total schockiert bin, wie gut sie ist. Nehmen wir davon noch mal ein bisschen was weg, damit so ein leicht durchscheinender Effekt entsteht, ohne dass ich mir viel Mühe geben muss. Und neue Runde. Verflucht, ich habe mir das mit dem Steckbriefen zu leicht vorgestellt. Das wird doch Arbeit. Düdüdüm. Das muss ja auch kindergerecht sein. Ja, das erfordert tatsächlich etwas hirnfürchtig. Da hilft nichts, da muss ich jetzt mal von Hand ran. Ich musste aber feststellen, dass sich Alligatoren in mindestens zwei Unterarten aufteilen. Echte Krokodile, also Alligatoren, und Krokodilkaimane. Okay. Ich gebe zu, ich hätte da jetzt auch nicht das Wissen, was die unterscheidet und wie.
Rudimentäre Äste malen, Mann. Ich meine, ich wusste, dass es da noch mal Unterschiede zwischen den Krokodilen-Ligaturen gibt und dass es theoretisch Unterarten gibt. Die einen haben diese spitzere Schnauze. Doch der Lebensort ist halt ein bisschen unterschiedlich. Ich mag die gepunktete Wurzelmundqualle. Das klingt schon gut. Eine äußerst überzeugende Benennung eines Tieres. Moment. Anzeigen. Danke. Der Mittagsstream würde jetzt auch nicht übermäßig lang gehen. Mal jetzt noch ein bisschen weiter. So ein bisschen festgemalt. Aber dann gibt es heute Abend Verlängerung. Hoffentlich dann tatsächlich eventuell mit dem Eichhörnchen-Content, dass ich endlich mal deinen Header mache. Und vor allem suche ich da die Ursprungsskizze wieder. Die hatte mir sehr gut gefallen. Ich habe sie digital verlegt. An einen Ort. Ich weiß noch nicht wirklich. Ich vermute, dass ich vielleicht in Dropbox. Da habe ich nämlich noch gar nicht nachgeguckt. Das klingt wie etwas, was ich mir selbst angetan haben könnte. Ja, da sind sie. Na, wirst du wohl? Speicher nicht vergessen. Ah, mein PC scheint schon jetzt etwas unbegeistert. Das macht mir Sorgen. Okay. Meine Maus sagt, ist nicht. Ich habe keine Drucksensibilität mehr. Das nehme ich dann als Grund, jetzt aufzuhören nach einer Stunde. Ich probiere es jetzt noch einmal.
haben. Willst du irgendwas von mir? Grummel, Grummel, Grummel. Mal einmal zu und auf. Vielleicht tut's das dann. Eine bessere Idee habe ich jetzt leider auch nicht. Na, möchtest du wohl Programm? Ich möchte die ganze Gruppe da. Flochtene Zöpfe, Mann. So ein Aufwand. Jedes Mal. Dann verstecke ich die jetzt hier so ein bisschen darunter, damit ich die nicht komplett auszeichnen muss. Damit ich es mir so ein bisschen leichter machen kann. Ich möchte jetzt auch nicht jede Haarsträhne hier ausrennen, aber ohne dieses prägnante Muster sieht es halt nicht geflochten aus. Und der Charakter hat halt geflochtene Haare. Schlimm, sage ich euch. Schlimm, schlimm, schlimm. Ist das vielleicht der Grund, warum die meisten Eltern ihre Teenager nicht mit langen Haaren sehen wollten? Also sie insgeheim immer zeichnen und dann. Ja, das ist ja viel mehr Aufwand. Ich fürchte nicht. Ja, Wiedergabe fortsetzen.
bekloppte Bartträger. Oh, Strick, Strick, Strick. Strick, Strick, Strick. Bart mache ich jetzt ein bisschen geschummelt. Das ist eher so nach so Abteilungsflechterei aussieht. Das ist eher so einzelne Bommel sind. Klingt alberner, als es aussieht. Obwohl, es sieht schon ein bisschen albern aus. Aber ich bin auch echt kein Bartfreund. Ich bin gefühlt eine von 7 Frauen auf diesem Planeten, die Bärte immer noch blöd findet. Da hat sogar meiner einen. Man kann nicht alles haben im Leben, wenigstens steht er ihnen. Das ist ganz schlimm, wenn ich tue mich echt schwer mit Männern, die unbedingt einen Bart haben wollen und nicht verstehen, dass er ihnen nicht steht. Zweifelsfall sollte man sich immer an seinen türkischen Friseur halten. Die haben tatsächlich Ahnung davon, welche Bärte wem stehen. Vertraut arabischen Männern, wenn es um eure Gesichtsbehaarung geht. Die wissen, was sie tun. Ja, ich bin auch echt nicht so, manche meinen ja so, ja, aber es sieht so schön männlich und flauschig aus und irgendwas so, das kratzt, was im Weg und hinterher stinkt es und voll mit Keimen, ist doch mega unhygienisch. Keine Ahnung, so ein bisschen getrimmter Bart, der irgendwie noch Gesichtsmerkmale hervorhebt, darüber können wir noch reden. Aber ist okay. Dann bin ich halt ein Außenseiter damit. Bin ja nicht ganz alleine, scheinbar. Der Wurm ist ja auch ein ganz, ganz, ganz großer Bart-Fan. Komm, 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 komm. So, Muster gestärkt. Ein bisschen dezenter. Das ist nicht das Tool, das ich wollte. Ja, das hier. Ebene. Neue Einstellungsebene. Korrekturebene. Gradation will ich.
Tonwertkorrektur müsste es sein. Sehr gut. Wollen ja nicht, dass er zu geisterhaft aussieht. Jo. Dann nochmal Details in Dunkel. Das ist nicht dick genug. Das ist dick genug. Ah, mein Headset möchte jetzt auch bald gefüttert werden. Ich höre ich jetzt definitiv gleich bei der Anstimmenmarke auf. Und wenn nichts schief geht, geht es heute Abend noch mal eine Runde weiter. Kann sein, dass sich der Start nach hinten verlegt, falls ich Probleme habe. Aber noch habe ich nicht aufgegeben, den Plan umzusetzen. Erzählen Sie Ihren Familien und Freunden. Wann streamst du denn circa? 19:30 Uhr, wenn ich länger brauche oder länger unterwegs bin als aktuell angedacht, vielleicht auch erst 20 Uhr. Ich versuche tatsächlich eine Stunde vorher nochmal auf Facebook anzukündigen, wann genau das denn jetzt sein wird. Damit das möglichst bekannt ist. Ich mag ja diese Gesellschaft. Dann geht's auch noch mal weiter hier mit den Charakteren und dann eben dem Hörnchen hoffentlich. Sehr dunkel. Ja. Ich glaube, so kann ich ihn erstmal lassen. Ja, wie gesagt, ich muss erst noch das Hörnchen wiederfinden. Die Ursprungsskizze. Ich glaube aber, sie dürfte dann auf Dropbox tatsächlich noch sein. Ich kann immer entsprechen, mich tatsächlich einfach nur als Bild offen zu haben. Dann kann man zwischendurch reingucken. Ich würde jederzeit behaupten, ich würde die Orkenspalter laufen lassen, weil das sind mehrere Leute, die sich unterhalten. Das finde ich selber noch cooler. Und mein Bild kann man ja einfach so offen haben. Also bei mir gibt es ja im Zweifelsfall was, wo man drauf gucken kann, zwischendurch mal. Aber es lässt sich leider mit Termindopplungen nie so ganz vermeiden. Da musste ich dann einfach gucken, wann ich denn überhaupt mal Zeit habe. Ich muss ja die Kurzarbeit noch ausnutzen, solange sie währt. Sie ist mir bereits wieder entnommen worden. Das heißt, ich musste auch meinen Streaming-Kalender leider ein bisschen anpassen, da ich ab dem 18. doch wieder ganz normal in der Firma sitzen muss.
Schön fürs Geld, schade fürs Streamen. Man kann bekanntlich nicht alles haben. Aber Geld und Freizeit sind halt auch so ein Luxus, den wirklich nur wenige sich leisten können. Eins von beiden ist ja schon nicht immer Standard. So. So, dann höre ich jetzt auch erstmal auf für heute und mache dann um 17:30, 20 Uhr eine Runde weiter. Ich freue mich auch über alle Leute, die einfach nur das Fenster aufmachen und mich stumm haben. Ich freue mich sehr. In dem Sinne, ganz, ganz, ganz wunderschönen Mittag noch. Viel Spaß bei Arbeiten und Dingen. Und bis dann. Tschüss.